So, kommen wir zur nächsten Übung. Die Kinder sind schon organisiert. Wir haben sie von unseren Ringen, wie wir es erklärt haben, in unserem Erklärvideo schon hier anstellen lassen, auf den Leinmarken sind platziert. Ist auch eine Passübung zum Aufwärmen. Und die Übung im Portal heißt übrigens Zweierpassen Teil 2. Dort kann man die dann auch anschauen, wenn sie normal laufen würde. So, die Kinder stehen mit Abständen an. Ich erkläre jetzt die Übung mal ganz kurz. Wir haben gleich vorneweg einen Unterschied, dadurch, dass wir hier drei Spiele haben und da drüben zwei. Da, wo nur zwei sind, da drüben, da ist es jetzt, sollen sie sich so anstellen, wie sie stehen. Das heißt, einer an der gelben Leinmarke, der Maxi am roten Hütchen. Hier haben wir drei. Hier sollen auch so anstehen, aber wir brauchen noch wieder einen Laufkorridor. Und das ist hier das rote Hütchen, damit, werden wir gleich sehen, die werden einen Doppelpass spielen am Ende, damit sie dort eben nicht dann eng aneinander vorbeilaufen. Josef, geh mal zur Seite wieder bitte, geh mal darüber, da kann ich die Übung ein bisschen erklären. Da bist du auch, geh mal darüber, weil ich komme ja dann nachher dahin. Ne? So, also, ich dribbel an, Xaver, du rückst dann gleich wieder nach, Corby rückt dann auf Weiß gleich nach, ich dribbel hier oben an. Jetzt machen wir hier diesen Trick zur Seite weg, machen rechte Sohlenwende. Dann laufen wir hier am gelben Hütchen vorbei. Dann machen wir Ronaldo. Ich spiele jetzt mit dem Xaver einen Doppelpass. Anspielen, klatschen lassen. Du läufst los. Ich muss jetzt um dieses rote Hütchen. Deswegen haben wir hier dieses Anstellhütchen sozusagen noch platziert. Mich hier anstellen. Der Xaver macht jetzt den Ronaldo. Spielt den Doppelpass, klatschen lassen, reingehen, über das rote Hütchen außenrum zurück. Muss man die Kinder natürlich immer wieder daran erinnern. Ich rück weiter. Okay, passt. Stehen bleiben, Xaver zu rot. Corby bleibt gleich hier. Corby bleibt gleich hier. Oder mach Xaver zu weiß, ja, ist egal. Und Josef zu rot. Und bei euch brauchen wir dieses Anstellhütchen, dieses rote für den Laufweg sozusagen nicht, weil ihr nur zu zweit seid, ihr kommt da eh nicht aneinander. Dann legen wir einfach mal los und auf geht's. So, zur Seite wegschieben, Sohlenwende, Ronaldo, linker Fuß, sauberer Doppelpass spielen, Josef zu weiß gleich nachrücken, Corby über das rote Hütchen zurücklaufen, hab Sohlenwende, rechter Fuß, Xaver, gut, Ronaldo, entspannter Doppelpass, erstmal, dass wir in die Übung ein bisschen reinkommen, über Rot zurücklaufen, denkt da dran, hopp, 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 Ronaldo, 1, 2, 3, über Rot zurücklaufen, Josef. Xaver rückt gleich wieder eins weiter. Josef, du gehst gleich zu Weiß. Hab, Ronaldo, hab, rechts, 2, 3, über Rot zurücklaufen. Wunderbar, jetzt, zack, hab, Kili zum Maxi spielen, mitnehmen, anschieben. Du kannst dich natürlich hier gleich wieder anstellen. Ihr habt das natürlich nicht, weil ihr eben einen weniger seid. Ihr seid gerade Zahl, da passt das. Doppelpass sauber spielen, Maxi. Gut, gleich wieder zu Rot, Maxi. Hopp, 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 hopp. Und alle wieder rücken, eins weiter. So, also wie ihr seht, das funktioniert super. Die Kinder sind auch, das war auch meine Erfahrung nach den ersten Trainingseinheiten mit diesen Abstandsregeln, die Kinder sind auch super diszipliniert. Die sind auch, um auch dort wieder ein bisschen die Ängste zu nehmen, das ist mein Gefühl zumindest und meine Wahrnehmung, sehr, sehr sensibilisiert, was das Thema Abstände und so weiter betrifft und disziplinieren sich auch teilweise schon selber. Natürlich wird es immer wieder mal einen geben, wie jetzt gerade habt ihr ja gesehen, der am roten Hütchen noch nicht sauber vorbeiläuft, aber dazu muss man sie eben ermahnen. Was wir jetzt noch kurz euch zeigen werden, ist, wie dann eine Trinkpause ablaufen wird. Lassen die Übung noch kurz laufen und dann machen wir eine Trinkpause. Sauber läuft los, über Rot zurücklaufen. Hopp, 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 Ronaldo anspielen, klatschen lassen, laufen lassen und stopp, stehen bleiben, Bälle liegen lassen, jeder geht in seinen Reifen rein, zu seiner Flasche, achtet dabei ein bisschen auf Abstände, dann bleibt er kurz da stehen, trinkt was. Und wunderbar, und so kann man, da bleiben die jetzt einfach so lange drin, bis ich sie quasi entweder zu einer neuen Übung brauche oder wenn ich halt dann die Variante mache, dann hole ich sie mir da wieder einzeln raus aus dieser Struktur. Wenn ich jetzt umbauen muss, was ich jetzt zum Beispiel gleich machen muss, für eine neue Übung, für eine Torschussübung,
dann warten die einfach so lange da drin. Das ist natürlich für die Kinder nicht sonderlich spannend, das ist klar. Wir haben ja früher immer gesagt, dass sie genau in diesen Pausenzeiten den Ball nehmen sollen, ein bisschen Tricks üben sollen, jonglieren sollen, diese Zeit nutzen sollen. Das geht halt momentan noch nicht. Ich denke, wenn die Kinder sich ein bisschen an den Ablauf gewöhnt haben, dann könnte man jetzt die Ringe auch ein bisschen weiter auseinanderstellen und dann schon mal sagen, sie könnte natürlich jetzt auch in ihrem Bereich derweil Standtricks üben. Dafür sollten sie aber schon ein bisschen daran gewöhnt sein. Bei ganz Kleinen, denke ich, ist das eher noch nicht der Fall, weil die natürlich dann mit ihren 5, 6 Jahren natürlich immer anfangen, irgendwelchen Käse im Kopf zu haben, verständlicherweise und auch richtig so, und dann nicht so diszipliniert sind, um dann hier nochmal separat irgendwas zu üben. Aber jetzt in dem Alter könnte ich problemlos hergehen und könnte sagen, hey Jungs, komm, Kugel nehmen, ein bisschen Standtricks üben, ein bisschen auf der Stelle jonglieren, und dann nutzen wir auch die Zeit schon. Mhm.